Hier hinter mir seht ihr ein Haus aus dem Jahr 1955, das komplett saniert werden soll. Das einzige Problem, der Keller ist ziemlich feucht und der soll natürlich ein für alle Mal komplett trockengelegt werden. Egal ob Keller, Balkon, Terrasse, Reaktivabdichtungen werden immer populärer, weil man sie sowohl für Flächen als auch Anschlüsse und sogar Sockel und viel, viel mehr verwenden kann. Was allerdings das Besondere am PCE Barassil Turbo ist, das erklärt mir mein Experte Markus. Markus, warum löst diese Reaktivabdichtung bei der Sanierung so viele Probleme auf einmal? Das PCE Barassil Turbo ist eine multifunktional verwendbare Abdichtung. Mit der machst du, ganz einfach gesagt, aus einem feuchten Keller einen trockenen Keller. Und genau das wollen wir haben. Zeit ist aber trotzdem Geld. Wir wollen also schnell sein, unter anderem auch deswegen, weil wir heute Temperaturen über 30 Grad erwarten. Warum ist es deswegen auch so viel besser als Bitumen? Es ist eine Reaktivabdichtung. Das heißt, die zwei Komponenten, die wir zusammenmischen, reagieren miteinander und das bringt eine schnelle Erhärtung. Dieses Produkt erhärtet sehr viel schneller als ein bituminöses. Das heißt, du könntest damit an einem Tag ein Bauwerk abdichten und bereits am nächsten Tag die Baugrube befüllen. Das klingt nach einem sehr guten Vorhaben und umsetzbaren Vorhaben für uns heute. Müssen wir dafür Altabdichtungen, die noch angebracht sind, erst entfernen, bevor wir loslegen können? Auch das nicht. Wenn da so eine alte Bitumenabdichtung da ist und die haftet gut am Untergrund, dann machen wir sie nur sauber, indem wir sie mit Hochdruckreiniger absprühen, trocknen lassen und schon kann es losgehen. Perfekt. Dafür müssen wir eigentlich nur noch wissen, welche Untergründe wir mit PCE Barassil Turbo tatsächlich auch verwenden können bzw. wo das Produkt aufgetragen werden kann. Du kannst sie auf allen gängigen Untergründen auftragen, die du im Kellerbereich vorfindest. Beton, WU-Beton, Mauerwerk, verlorene Schalung, Bitumen haben wir gerade angesprochen. Es gibt fast keine Hindernisse. Aber wenn dich das interessiert, dann komm doch mit. Wir gehen in die Baugrube und schauen uns das an. Wir haben natürlich was vorbereitet. Ja, wir stehen in der Baugrube und wie muss jetzt dieser doch sehr unebenmäßige Untergrund vorbereitet werden, damit wir wirklich starten können mit unserer Abdichtung? Das ist das ganz typisch für das, was wir vorfinden, wenn wir einen Altbau aufgraben. Da haben wir beispielsweise diese alte Bitumenabdichtung, die in diesem Bereich noch gut haftet. Da darf sie verbleiben, die muss nur gründlich gereinigt werden durch Abstrahlen mit Hochdruckreiniger. Hier war die Bitumenabdichtung nicht mehr so fest, hier wurde sie bereits abgeschliffen, da haben wir eine ebene Oberfläche geschaffen. Hier haben wir Mauerwerk, nicht ganz vollfugig erstellt, mit unebener Oberfläche. Das muss egalisiert werden. Und wenn wir ganz tiefe Löcher haben, wie da, da wurde beispielsweise schon mit dem Polyfix Plus L ausgespachtelt, dann müssen wir diese Löcher auch auffüllen. Und wie das Ganze aussieht und vor allem ausgeführt wird, das zeigt uns jetzt gleich André, während Markus uns noch ein paar Insider-Tipps dazu gibt, was wir wirklich beachten müssen. Dazu gehen wir auf die andere Seite, weil da haben wir die Fläche bereits soweit vorbereitet. Dieser Untergrund sah mal genauso aus wie der ums Eck. Hier wurde allerdings schon vorgearbeitet und egalisiert. Was genau wurde dafür verwendet und wie machen wir gleich weiter? Ja, genau so ist es. Es wurde eine ebene Oberfläche hergestellt. Das hat man mit schneller härtenden Putzmörtel mit dem PCE Perigret gemacht. Schneller härten, weil man keine Wartezeit in Kauf nehmen möchte und schnell weitermachen möchte. Eigentlich ist alles soweit vorbereitet, nur das Fenster war nicht rechtzeitig da und konnte noch nicht ausgetauscht werden. Ist aber auch kein Problem, weil man kann auch im Nachhinein noch anarbeiten. Das heißt, es ist jederzeit möglich, von erhärteter Abdichtung auf neue Abdichtung zu gehen. Die Dichtigkeit ist trotzdem gewährleistet. Ja, wie geht's nun weiter? Wir werden jetzt den Untergrund vornässen, damit die Poren mit Wasser gesättigt sind. Das Wasser säuft ein. Dann hat man eine mattfeuchte Oberfläche und auf der trägt man das Material auf. Dazu müssen wir es natürlich erst anmischen. So, jetzt öffnen wir das Liefergebinde, das wir übrigens auch gleich als Anmachgefäß verwenden können. Drinnen ist ein Eimer mit Kunststoffflüssigkeit und zwei Päckchen, die Pulver enthalten, das sogenannte Reaktivpulver. Wir haben nun die Möglichkeit, das Gebinde komplett anzumischen, also die Flüssigkeit mit den beiden Pulvern, oder, wie wir es heute machen werden, aufgrund der warmen Temperaturen, werden wir Teilmengen anmischen. Dazu messen wir die Hälfte der Flüssigkomponente raus und mischen das mit einem Beutel Pulverkomponente an. Fürs Anmischen verwenden wir einen Quirl, mit dem wir eine homogene Mischung erzeugen, die wir für einige Minuten reifen lassen. Nach ca. 3 Minuten rühren wir das Ganze dann nochmal durch und dann ist das verarbeitungsfertig und wir können es auftragen. Was ich noch nicht erwähnt habe ist, mit Barassil Turbo kann man nicht nur verlässlich abdichten, man kann damit dann auch gleich die Perimeterdämmung aufkleben. Beim Auftragen werden wir zunächst mal eine Kontaktschicht machen, also das Material scharf abziehen. Damit stellen wir sicher, dass eine gute Verbindung zum Untergrund hergestellt wird. Dann tragen wir schon die erste Schicht auf. Dazu verwenden wir eine schichtigen Draufel.
die uns hilft, die Schichtdicke kontrolliert aufzubringen. In Summe werden wir mindestens 2 Abdichtungsschichten bauen und dabei eine Gesamtschichtdicke von 2 mm erzielen. Interessant ist der Farbumschlag, der während der Trocknung stattfindet und der uns zeigt, wann der nächste Arbeitsschritt begonnen werden kann. Zunächst einmal ist eine grünliche Farbe zu sehen, die schlägt in Grau um und Grau bedeutet trocken und trocken bedeutet, der nächste Arbeitsschritt kann gemacht werden. Jetzt gibt's noch mal Tipps vom Profi. Markus, was muss bei der Anwendung wirklich besonders beachtet werden? Ja, eines haben wir ja schon gemacht. Wir haben den Untergrund vorgenässt, ihn vorgefeuchtet, also auf mattfeuchten Untergrund haben wir aufgetragen. Das Zweite ist, wir haben sie heute auch einen sehr heißen Tag und wir haben eines gemacht, wir haben abgeschattet gehabt und das ist doch das, was wir dringend raten, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung zu arbeiten, sondern immer der Sonne nacharbeiten. Dann, was die Vorarbeit noch anbelangt, wir haben noch Kanten, scharfe Kanten und solche Dinge haben wir abgegratet, sodass man überall sauber drüber konnte und damit war es einfach, das Barasil-Turbo aufzutragen. Perfekt, und genau darauf haben wir heute natürlich auch geachtet. Und welche Vorteile habe ich jetzt nochmal konkret bei der Verarbeitung? Ja, zum einen ist das die schnelle Trocknung. Es entstehen keine Wartezeiten. Man kann sehr schnell und zügig einen Arbeitsschritt nach dem anderen durchführen. Zum anderen, das Produkt kann sehr variabel aufgetragen werden. Wir haben jetzt das Spachtelverfahren uns heute angesehen. Es könnte aber auch im Spritzverfahren aufgetragen werden oder im Quasten oder durch Aufrollen mit einer Lampferrolle. Sehr universell, also verwendbar. Welche Sicherheit bietet das System? Das nochmal zum Abschluss. Es ist natürlich wasserdicht, das erwarten wir ja. Es ist darüber hinaus rissüberbrückend. Das heißt, selbst wenn später im Untergrund noch einmal Risse entstehen sollten, dann würden die von dem Barasil Turbo überbrückt werden. Es käme zu keinen Undichtigkeiten. Und last but not least, diese Schicht ist auch noch radondicht, bietet damit also gesundes Wohnklima. Vielen Dank natürlich an dich und an unseren ausführenden Part, den André. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Die mineralische Abdichtung PCE Barasil Turbo ist material- und alterungsstabil, womit auch keinerlei Verunreinigungen an die Umwelt abgegeben werden. Außerdem ist sie langlebig und dicht. Somit ist nun auch unser Keller geschützt und bleibt vor allem trocken. Und das ist ja das wirklich Wichtige. Die nachgewiesene Radondichtigkeit garantiert zudem ein gesundes Wohnklima. Außerdem ist die Überarbeitung mit Putz, Farbe, Fliesen und viel mehr überhaupt kein Problem. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle, wo wir uns ein neues Projekt vornehmen.